Einmal noch. Werf. Hat nicht getroffen irgendwie. Obwohl es getroffen hatte. Ach Mann, was ist denn das gerade? Ich hab hier aber noch genug Bolas. Wieder nicht. Doch hat. Dass ich bei mir Kilometer vorbeigeflogen ist. Achtung. Die wieder fällt dann unter, dass er mich geboxt hat. Je nachdem wie er liegt, kann ich manchmal vom Winkel greift er da nicht an und ich kann es gerade steht hier gerade. Wow, ich war fast drauf. Aber jetzt geht's halt immer sofort ohne, dass ich spammen muss. Gell? Also ich glaube, es hat sich einfach nur wieder entlackt. Ja, du bist drauf, aber du slidest immer runter. Aua. Mach keine Faxen. Oh, unerwartet. Deswegen hat er wahrscheinlich geschlagen. Geh mal bitte nicht an dran. Geh mal. Oh, wir können dann schon. Aber ich gleich tot deswegen. Ich wollte mich gleich nochmal boxen. Ne? Hol dir schnell ein paar Pfeile aus der Leiche. Das wäre viel dick an den Augen. Oh, so. Ja, war anhängt. Das ist halt schon krass, wie schnell man ohne Rüstung ist, wenn man wieder die Rüstung anhat. Und eigentlich ohne hinrennen. Was? Eigentlich ohne hinrennen. Ja, hab ich jetzt schon angehört. Bin ja gerne gleich wieder was füttern, wenn ich meine Leiche aufgehoben habe. Aber ich schaff's wahrscheinlich nicht. Das heißt, er geht wieder runter in der Zeit. Ja, er hat übelst einen Sprung gemacht. Genau. Ja, davor waren die nochmal angeschossen, oder? Wenn er mit dem Gesicht ins Haus fliegt, haben wir verkackt. Das muss auf jeden Fall wieder auf uns zukommen, wenn es geht. Einmal noch. Fliegt ins Haus. Jetzt. Der Rot. Ja, Rot ist schon. Er ist aber nicht so viel runtergegangen. Geht mal keiner an den, hey, wenn ich hier eine Position habe, Ina, bitte. Mal weiter weg. Weil er hat eigentlich auch nur geschlagen, ja, wo du dann ran bist. Das weiß ich, das war nicht. Ja, aber das ist eine gute Vermutung. Nachher weiter geschlagen. Aua, nimm alles. Aua, er ist irgendein. Er ist ein Arschloch einfach. Macht halt trotzdem Schaden. Ja, gut, jetzt geht's wieder. Du blödes Drecksvieh, Mann. Du musst halt so nah dran und ich treffe ihn dann immer nicht. Jetzt hat er wieder so einen Rage-Modus. Jetzt hat er schon viele Meter weggeschlagen. Blödes Arschloch. Bin gleich schon wieder tot. Da hab ich ja jetzt bestimmt 10-mal getroffen. Hat. Ja, das verstehe ich halt nicht. Nein, stell ich halt bis dran, jetzt schwalle da gleich zweimal zu, ich bin gleich tot deswegen. Da habe ich keinen Knochenbohrer beim nächsten Schlag. 50%, Alter. Boah. Wir haben ja den ganzen Anfang scheiß mit der Falle und so. Ja, gar nicht. Ja. Da ging es jetzt ja relativ schnell, nur nochmal halt auf den Schlag. Fick in Arsch. Den nochmal schaffen. Sterbe gleich, ich muss mir nochmal boxen lassen, das ist wichtig. Aber box mich bitte. Oh nein! Himmel! Wir sterben, ja. So, das ist das. Wer auf mich schießen wollte, dann wäre ich stehen geblieben. Wille hinlaufen. Vor allem, weil ich euch gebunden habe, auf mich zu schießen, hat es keiner gemacht. Hab's auch schon mal gemacht. Hab ich nicht getroffen oder in dem Moment auch nicht. Geht nicht. Je nachdem wie er liegt, halt boxe ich öfter oder nicht. Mal die Leiche zu finden, Mann. Ach ja! Wieder weg. Komm mal. Okay. Will den gleich einmal füttern.
hängen schon seit über eine Stunde an dem Vieh. Ja, das wollte ich am Anfang gar nicht gegangen. Die war ja komplett verschwendet. Die halt das immer wieder gibt. In den Skillbaum von den Zeming steht ja drin, dass man besseren Schleichmodus hat. Vielleicht sollte man im Schleichmodus ran, denn heute ja nicht so. Ich hab keine Skillpunkte. Achso, na bei mir hat er das automatisch mitgeskillt. Ich weiß nicht, vielleicht trifft er mich dann auch nicht, dann macht er aber trotzdem. Ja, aua! Mann, dann wird mich wieder am Fahrer verpasst. Wieder fast. 26 Sekunden. Aua! Lass dich! Als Kartoffeln nehmen, Junge. Ich komme halt meistens gar nicht hin, um ihn zu finden, bevor er mir schon einen gegeben hat und ich wieder eingefangen bin. Das ist erst 0 Leben. Die Hälfte. 9 Sekunden, 8 Sekunden. Aua. Achtung, der steht gleich wieder auf. Trotzdem so viel Leben, wenn man das. Kartoffeln auf jeden Fall. Den will er auch noch drauf haben. Machst du ihn noch? Nee, ich hab keinen mehr. Er hat doch gerade gesagt. Ja. Ich hab nur noch einen Fall, mein Dick, hatte gesagt. Ich dachte, wird welche aus Mendel rausgenommen. Ich dachte, ich soll irgendwo eine Leiche rumspringen. Also ja, am Elefant die einsammeln. Oh, das hab ich gesagt. Warte, Ino, ich leg dir mal 30 hin. Hinter dir. Er ist bei 70%, ja? Ja, Pfeile haben wir noch genug. Vergiss nur, wie oft du wirst du noch sterben. Jetzt hat er anscheinend wieder einen guten Riecher. Zwar. Weil er zu früh geschrien hat, auf 6. Ja, schon wieder vertan. Ach. Aufrechnen noch. Aber habe ich wieder Knochen gebrochen. Das heißt, beim nächsten Mal werde ich wieder umknacken. Wahrscheinlich jetzt schon, weil du nicht mehr nicht. Ah, ich bin wieder eins zu früh hin, Mann. Das mit dem Zählen gerade nicht raus. Schon wieder zu früh hin. Doch, Mann. Immer eine Sekunde zu früh. Da kann ich halt nicht mal drücken. Dann hab ich wieder einen gekriegt. Viel zu schnell. Ich schieß noch immer. Ja, warte ruhig noch. Jetzt komm runter. Oder bleib da oben, ist mir ja. Kommt da nicht raus, wenn sie ins Süd. Bleiben wir da stehen. Ich hoffe, ihr habt da nicht von meiner Leiche ein Stück weggerockt, weil die liegt da unten drin. Ja. Irgendwann umgedreht. Ich sehe die gerade nicht mehr. Das ist irgendwie gerade friedlich hier unten. Na, und da hin, oder? Mein Kopf bestimmt wenn ja richtig verschätzt. Ich glaube, das konnte ja sogar gut immer zu schnell. Ist ein Gesundheitsstahl oder auch bei seiner Schlagfähigkeit? Und am Anfang geht es irgendwie immer besser. Oh, wieder eins zu früh. Ah. Dann machen wir gleich zwei Eber.
Gib mir mal einen Pfeil hier. Ich will noch warten, bevor runterläuft. Ja, ich dachte, vielleicht hängt dein Gesundheitszustand mit deiner Aggressivität zusammen. Oh, jetzt bin ich dazu. Aber ich mach's auch mal eine Sekunde zu früh. Ich weiß nicht wie, ich habe jetzt schon bis 18 gezählt, das sind noch 15 Sekunden. Du warst ja nicht bis 20, aber es war bis jetzt auch eine Sekunde zu früh. Oh, ich hab jetzt vergessen, dass er gleich wieder aufsteht. Oh. Ich hab noch mehr. Da kommt er nach unten wieder raus. Wie schnell das noch einer? Achso, hast du schon. Hat einer beim Bug gerade? Ja, da hat ein Maschinenmesser im Bug oder so. Nee, ich hab. Du kannst schnell schießen, wenn du das raus hast. Ja, bei mir hast du, nachdem er umgebrochen war, noch dreimal irgendwie so das Geräusch gehört. Achso, eigentlich bei dir. Und in den Bogen schon weggesteckt alles. Na, ich wechsle, wenn ich noch den unter auf Spannung habe, den Zug. Probiere ich dann auf Waffe zu wechseln, damit der nicht den Feind noch wegschießt, hat aber eben nicht geklappt. Nächstes Mal sei fertig, 99%. Okay, Ino, guck dein erstes Tier bei den Zähnen zu. Ja, wie es einfach nur das fast wieder verpasst. Noch zwei Sekunden. Wir sollten ihn erstmal wieder noch Leben geben. Weil er mal ein paar Bären sammeln. Hat zwar nicht so mit Lenken, deswegen hat er es wahrscheinlich auch nicht hochgeschafft. Du musst das komplett hochwärts hochlaufen. Ja, folgt genau, ich kann es auch nicht weglaufen. Weiß. Da unten dann einmal in die Bilberries reinschlagen. Gibt's hier überhaupt was Gelbes? Ja, die blauen sind. Oh. Naja, der Chili. Gleich davon. Noch nicht auf sein Gewicht geguckt. Ich weiß nicht, dass er ziemlich voll ist. Sonst habe ich denn schon wieder ein Tonnengewicht, aber hat er noch weniger Gewicht. Wenn man Bären braucht, der hat genug dabei. Später ist ein Sperr, das er hier gemessen. Auch 50, ja. Das ist schwer. Aber was rausschmeißen. Oh, der Schild wiegt 45. Irgendwo Bäume, wo wir mal reinschwatten können. Genau, das. Lass uns hier zwei Palmen. Alter. Baum gefunden. Den umgelaufen gerade. Ja. Sind die Viecher wieder weg? Wir wollen ja nicht mal auf dem Boot, ne? Ja, also er holt 150 aus dem Baum aus, genau wie normal, und er hat aber tonnenweise Chili aufgehoben. Lag ja auch genug rum. Echt? Lass zum Boot gehen. Geh noch ein bisschen ich hoch. Ja, mal gucken, ob er eine zweite Attacke hat. Klassische Stampen, da holt er keine Ressourcen raus. Ja, da auch nicht. Ne? Macht ja, aber alles kaputt. Ja, oh, okay. Draußen nicht. War auch gut zu wissen, dass wir einen Kampf. Können die Falle eigentlich abreißen, oder? Ja. Ich noch mehr Leute angewöhnen. Oh, ich hab mir übelst einen Lack oder Absturz. Ja, eh, als nötig herausgestellt. Das kommt so Krümel gerannt. Boah, ich versuche ihn gerade mit der Elefanten dann auch wegzufinden. Da ist schon wieder ein Baum gespawnt. Dann die Falle weg. Die Leute ja nicht mal dafür bestrafen, dass sie ihre Flagge auf Geld stellen.
Ganz schöne Slow-Motion-Packung. Ausdauer da. Eigentlich war eben noch der Mond zu sehen, jetzt wird es dunkel, der Mond weg. Boah, lädt aber ewig lange Ausdauer, das Zeug weg. Kommst du jetzt aufs Boot? Ja, ich muss Ausdauer erst tanken, da darf man mal nicht. LOL! LOL! Wie bitte, wie wollen wir den hier so transportieren? Der steht da jetzt auf der Seite oder was? Ich doch ab, Alter. Klar. Ja, weiter. Das Boot. Mal weiter. Auf keinen Fall. Ups, war da ins Boot fallen? Okay. Oh, hey, ja, da war auch kein Seefeld dabei. Was? Der Elefant hat ziemlich viel Holz dabei.